Alles ist sehr, sehr komisch hier. Das Ressourcenmanagement, jetzt habe ich das Wort. Ressourcenmanagement ist scheiße nicht. Wow. Stimmt, Bayern ist ja hier, ne? Ist ja eigenständiges Pornoland hier. 2,564. Sind immer schlecht. Jetzt aufpassen, Reifen sind saukalt hier. Und ich. Dreher sind jetzt vorprogrammiert hier. Mal schauen. Ich würde nie gefährlich fahren. Also ihr kennt mich doch. Ich bin immer so ein. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Wow. Hoch, wie ist gerade das. Boah, wie man gerade geschwitzt hat, dass die Reifen durchdrehen. Ein sehr, sehr entspannter, defensiver Fahrer. Nein! Boah, kalte Reifen, leck mich! Scheiße! Come on, ey, fuck! Oh, es war klar, ich wollte so schöne Kurve, ich wollte nur ein bisschen Gas geben, dass ich rauskomme. Natürlich, was mache ich? Ich drehe mich. Ich hatte schon die Hoffnung, dass wir ein bisschen rankommen, aber jetzt sind wir eh gefickt, ey, ohne Witz. Also das war... Hätte gleich der Ricardo nochmal kommen können und uns von hinten rannehmen. Ja, jetzt werde ich einfach riskieren, was geht. Jetzt können wir noch mehr Dreher sehen, scheißegal. Stimmt, Maldonado ist ja gar nicht mehr dabei, so muss es einer übernehmen hier. Ja, ich will den Stevens nicht mal so schlecht aussehen lassen, weißt du? Hey Dave, grüß dich. Alter Sack. Es hat uns viel Zeit gekostet, aber hey, keine Rückblende, nichts genutzt. Drauf geschissen. Ist halt nun mal so, wie es ist. Die heben uns dann für 2016 auf, ich meine das Spiel. Okay, kurzes Benzin-Update. Es sind noch 30 Kilo übrig. Wir haben noch 30 Kilogramm. Was heißt da Stream-Anfänger? Du hast vor mir sogar schon gestreamt damals, hast du gesagt. Was fahren die eigentlich? Was geht's denn? Und das erzählst du mir jetzt hier, Dave, warum? Nach dem Motto, who cares, oder was? Ja, immerhin, ist ja kein Wunder bei der Fresse. Ja, siehst du? Jetzt weißt du. Okay,
Nee, weil ich den ganzen Sexappeal nicht in eine Kamera fassen kann, Trias Freund, wie auch immer du heißt. Sackgesicht, sage ich jetzt mal an der Stelle. Nicht, dass das Sackgesicht der Bio auftaucht. Ja, ist das jetzt natürlich? Scheiß Timing. Schön, ich hätte so gern ein paar Zweikämpfe noch, aber ich hab echt das versaut mit dem einen Ding. Naja, genauso blind würdest du werden, wenn du von einem Engel angefasst würdest. Und ein Engel seine echte Gestalt sehen würdest. Ja, dann viel Glück und viel Erfolg, Dave. In nächster Zeit. Wünsche ich dir, wenn du es mir auch wünschst. Fertig. Es sind 60% des Startbenzins übrig. Noch 60% des Startbenzins. Wir müssen mal schauen, dass wir dann vielleicht ein paar Runden am Schluss auf Fett fahren können, auf Options. Gaspedal Standard. What the fuck ist das? Eine Übersetzung. Ist das Gaspedal auf Standard eingestellt oder wie? Nein, was mache ich? Das gibt's doch nicht. Wie, das mit dem Rausfahren? War ich jetzt besser in der Zeit? Verarschen? Hä? Hab jetzt immer noch rausfahren. Ja, das auf jeden Fall. Zeit, Ausdauer. Wie niedriger? Willst du mich verarschen? Ich muss nachher auf Fett stellen. Pendarino hier. Viel, ja, ja, viel Glück und Timing. Habe ich. Und das versaue ich immer irgendwie. Viel Glück, Timing. Also, wenn du kein Vitamin B hast, brauchst du wirklich verdammt viel Glück. Gutes Timing und. Ja, das reicht schon. Mit Vitamin B geht das natürlich viel easier. Und ihr könnt es ja raten, was dies bei mir abläuft. Nach dem Motto Ficky Fucky hier. Aber ab und zu nehme ich Multivitamin. Ah, ich finde es. Oh, ich versau's gleich mit dem. Also hat er jetzt eigentlich berechnet, dass wir Ding fahren hier? Doch hat er. Aber gar nichts mehr hier. Gar keine Zweikämpfe, nichts mehr. Was soll das? Nach dem Boxenstopp hatte ich voll den Pulk vor mir. Jetzt hänge ich hier so mitten in einem Feld, da ist keiner. Doch zwei sind hinter mir, die werden auch bald kommen. Wenn mich nudeln hier. Ja, ich freue mich schon auf den Endspurt gleich dann. Ab Runde 20 dann Options und auf geht's. Also heißt es jetzt, dass ich Minus-Benzin habe? Sehe ich das richtig?
Minus 0,42. Ja, es wären auch schon mehr, nur habe ich halt auch zwangsweise 2 Monate damals nichts tun können wegen meiner Leitung. Und zwischendurch hast du dann doch zu viel Private Stuff, wo du dann denkst, oh scheiße, würde es lieber. Denkst dann immer, ja, wenn ich jetzt nichts mache, dann falle ich wieder zurück, muss wieder von Anfang an fangen. Teilweise ist es ja so, wenn du ein paar Tage nichts machst, dann fängst du wieder bei Null an, oft. Aber was soll's. Was ich jetzt schade finde, wenn ich ja, schon einen Partner gesehen, die werden der Partner, streamen dann nie wieder. Anscheinend nur eine Challenge, das zu werden. Ich würde erst richtig loslegen und meine Gaudi mit euch haben. Das sind ja, netto für 413 Streamtage. Brutto sind es ja am 2.6. 2 Jahre. Gut, noch 50% Benzin. Wir haben 50% des Startbenzins übrig. Das passt doch eigentlich 50% bei Runde 15 von 29. Deine Reifen sehen noch top aus. Lass uns dafür sorgen, dass das. Ja, da musst, du musst halt dann Lust, Zeit haben. Und es muss passen. Aber hey, was willst du machen? Ich hab's so probiert, ich mache jetzt einfach immer. Keine Ahnung. Irgendwann wird schon so ein Sack kommen und sagen, hey du bist gar nicht mal so ein übler Penner. Dich nehme ich unter meine Fittiche. Weil Bock irgendwann mit mich einzuschleimen habe ich auch nicht, muss ich sagen. Da stecke ich mir lieber einen Finger in den Po und drehe das paar Mal. Statt so eine Scheiße zu machen. Ah, ich finde das ein bisschen doof hier. Oh, von hinten kommen sie schon, die Schweine. Die müssten alle noch Options haben. Ja, die bekommt man. Die bekommt man aber, die. Wenn man das so lange macht und es nicht wirklich was wird. Automatisch Wildwolf. Warum auch immer du sie jetzt hast. Oh, der Knopf ist hinter mir. Der Knopf. Und seinem Honda holt er ein, schon geil. So, Auto 8 wird gesperrt. Darf eh nicht mehr fahren. Sniper drauf gesetzt. Ich möchte schon zwei Kämpfe haben, aber nicht, wenn mich jemand hinter mir verfolgt und dadurch dann. Nein! Au, wow! Wenn ich dann einen Fehler mache und zu viel Quatsch, dass sie mich dann überholen. Das gibst du nicht, oder? Fuck! Ups! Und auch das Mikrofon hier berührt. Sorry, falls es irgendwie geknackst hat. Jetzt ist vorbei, ey. Fuck. Okay, noch 2 Runden bis zum Boxenstopp-Fenster. Für den nächsten Stint bekommst du Primes. Ja, jetzt kommt mit seinem Furz India auch noch hier vor mir, oder was? Lass mir Ruhe, Alter, lass mir Ruhe. Ich mag den Nico, saugeiler Fahrer. Wünsche ich ihm ein besseres Auto, aber mich braucht er nicht überholen. Na, noch 2 Runden aushalten, dann müssen wir auch in die Box. Aber ich muss sagen, wenn man schon so lange wach ist und dann muss man hier fokussiert sein, ist es schwierig, aber mir ist eigentlich egal, wo wir jetzt landen. Ich gebe mein Bestes. Und fertig, es ist halt das erste Mal PlayStation 4 Race ever. Ich
bin froh, dass mein CSR wie geht. Dass ich mir nicht irgendwas anderes kaufen muss, wenn ich auf der PlayStation Rennen fahren will. Vielleicht für Gran Turismo später, sondern das funktioniert. Und dachte mir, mal wieder auspacken und testen. Falls es halt den Gran Turismo auch unterstützt überhaupt. Jetzt häng ich ja wieder hinter dem Opfer hier. So schön gesagt hab vorhin. Ja klar, sicher. Mit dem Unterhalten ist halt so eine Sache, ne? Man muss sich erstmal selbst unterhalten und dann unterhält man erstmal die anderen. Weil selbst muss man erstmal die Motivation finden und dazu. Und immer hier, ne? Quatschen, Gedönse, ob allein oder nicht allein, wurscht. Wir machen und tun hier. Ja, jetzt hat natürlich der DRS hinter mir, jetzt der Penner. War das jetzt mein? Mein Blockieren oder seins? Aber das geht schon. Ich mach's so gut wie es geht. Aber es ist ja so, wie wenn man im Spiel spielt und nicht Level Up hat. Wenn man doch immer wieder weiterkommt, dann kennt das ja. Wenn man im Spiel dann immer das gleiche Level macht und dann nicht weiterkommt, ist das doch ein bisschen scheiße. Seriously, oder? Ja, ich meine, das mit dem Reden wird dann schon irgendwie. Es ist halt nur, du bist halt mehr darauf konzentriert, auf das Spiel. Ich habe damals schon gesagt, ich bin ja Formel 1 gefahren und so, keine Ahnung, im Stream vielleicht die Strecke 50 mal 50 Runden. Habe ich einmal durch und einmal offscreen gefahren und ist sofort viel besser gefahren. Aber mir geht es nicht um Spielleistung. Ich mache halt einfach nicht Gaudi her. Wenn man dann noch ein bisschen was schafft, dann ist es auch gut. Und beides. Na, jetzt hat er. Messpunkt war er hinter mir, oder? Hat er jetzt DRS? Ja, logisch. Ja, sicher, das ist ja das Schöne hier. Das Ergebnis von Tille. Aber stimmt es vom Benzin, dass ich hinterherhänge mit dem Minus? Ich habe jetzt gar keine Zeit zu schauen darauf, das auszurechnen. Der Max ist hinter mir? Stimmt das? Nee, immer noch der Nico. Wir müssen jetzt dann wechseln, Leute. Wir müssten wechseln hier, das geht nicht. Mal schauen, ob überhaupt Options sind im letzten Stint. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich Gas gegeben, da ich auf die Reifen geschaut habe, mein Freund. Tut mir leid, aber. Überhol halt, passt, ich muss eh gleich zur Box. Komm, überhol halt. Das ist nur kein Scheiß hier machen, ey. Jetzt muss ich noch hier abschießen. So kurz am Boxenstopp. Ja, ich muss dann halt ein paar Runden Reifen sparen. So, leider, mit Options dann. Ist auch nervig, aber gut. Falls ich das System jetzt verstanden habe, ich kenne die neue Anzeige nicht so wirklich. Die ist jetzt, damals als ich gefahren bin, vor 10 Monaten war das anders. Ja, das mache ich dann im Destruction Derby Gedönse. Das ist doch nicht schlimm hier mit dem Lautdenken. Das ist doch auch dieses, was ich immer mache. Ich denke halt einfach, ja, also ob man das denken kann, nennen kann, weiß ich nicht. Was? Noch einer? Bist besoffen, Alter? Wir boxen gar nicht mehr. Ich box dir gleich eine. Einfach in your face.
Aber für ein Finish in meine Faust reicht's hier, ne? Ich glaube, ich bin doch Finne, oder? Also der Kimi zumindest, nicht ich. Also, ne? Mein Avatar, mit dem ich hier spiele, Kappa. Ja, das mit dem Benzin, ja. Ich muss, glaube ich, ein bisschen sparen, ne? Hat er ja auch gesagt hier. Meint, ich soll die ersten... Ja, fahren wir die ersten paar Runden auf Sparen, komm. Ich wollte zwar hier ein bisschen angreifen mit den Options am Schluss, aber... Früher schalten, ich spare mal. Machen wir eine Sparrunde. Oder zwei. Nur kann ich halt nichts mehr reißen am Schluss, dann ich dachte, ich kann mit Options noch ein bisschen was rausholen. Ja, ja, also über Nacht, Bria, über Nacht. Käse, grüß dich. Bin ich so aggressiv. Alter Penner, schön, dass du da bist. Nee, ich habe mir schon überlegt und geschaut und wollte schon immer irgend sowas machen. Also immer schon in der Öffentlichkeit wollte ich irgendwas machen. Ich hatte damals auch, im Jahr 99 bis 2000 hatte ich auch schon mal Gags Radio gemacht. Also ich hatte schon einige Berührungen mit der Öffentlichkeit, so, sag ich mal. Aber halt noch nie so in dem Ausmaß. Ich wollte schon immer einfach Leute unterhalten, keine Ahnung. Einfach mal Leute hier, ne, mich auslachen lassen oder mit mir lachen, über mich lachen, bei mir lachen, gegen mich lachen, für mich lachen. Also immer schon Spaß gemacht, einfach Leute zum Lachen zu bringen. Oder zum Failfish bringen, ne? Irgend sowas. Hey, ja, jetzt komm! Also, ne, also... Das ist mir jetzt sowas von egal. Ich mache jetzt Rückblende. Fick dich, ey. Ohne Witz. Dass sie mich immer da anbumsen. Ich will ein Rennen ohne Rückblende, aber das ist mir jetzt sowas von wurscht. Ohne Scheiß. Klar, bin ich denn vielleicht auch reingerannt oder bin ich in die Quere gekommen, aber komm. Ja, ich glaube, aber so einen Traum kann man sich in Deutschland abschmieren hier. Und er wird auch für mich von Tag zu Tag immer unrealistischer, sage ich jetzt mal. So wie ich schon gesagt habe, man spielt ein Spiel, man hängt im gleichen Level fest. Und das ist halt einfach saudämlich. Ja, sorry für die Rückblende, aber ich denke mir nur noch LMA, weißt du? Ich komme ja trotzdem nicht aus dem Benzin-Ding raus. Das ist aber DRS, oder? Ja. Ja, je genauer, desto besser, oder? Desto mehr kannst, desto weniger musst du dir vorstellen. Oh, Alter. Nein, nein, nein. Leave me alone hier. Fängt er wieder an zu ramsen hier. Vielleicht kann ich wieder auf Normalstein gleich. Aber ich muss noch ein paar Sparrunden einlegen. Ich sehe das schon richtig, oder? Wenn ich da wieder auf Plus bin, ist alles gut. Minus ist halt scheiße, ne? Aber dass ich so aggressiv oder was für ein Setup habe ich, dass ich so viel Sprit schlucke hier. Ne, ich habe nicht schlucken gesagt. Verbrauche. Nö, das habe ich ja eh nie gemacht, Wildwolf. Also, ich habe eine Zeit lang alle drei Tage was anders gezockt. Die schon länger dabei sind, der Keks ist, glaube ich, jetzt AFK, weiß das. Alle drei Tage was anders. Selbst die neuen Spiele, Wildwolf. Jedes Release-Game. Jedes Release-Game gezockt. Investiert, gemacht. Jedes fucking Release-Game. Ob ich es gekannt habe oder nicht. Einfach gespielt. Ah, stimmt, um einen Punkt, gell? Oh, echt?
Aber schau mal, da ist doch noch einer in der Box. Müssten wir neunter werden, oder nicht? Oder ist der schon ausgeschieden? Okay, doch, schon neunter. Also ich glaube jetzt mal 2 Punkte oder so. Theoretisch hätten wir. Wer weiß, was noch alles passiert. Ja, ich weiß. Ich mache es dann, wenn dann nur zeitweise. Weißt du, ich weiß schon, was du meinst, so allgemein. Ich mache es dann zeitweise. Wenn mir was dann gefällt, dann spiele ich es halt schon mal ein paar Monate, weil. Man, es ist ja Blödsinn auch. Sonst immer. Nein! Schrecklich. Ist das die Kurve 8 oder was ist das die Kurve? Also, schlimm die Kurve. Von Berg runter bremsen und dann bergauf beschleunigen. Also mehr ist ja so eine Sache, es muss ja viel mehr sein. Ums Zehnfache fast, damit es reicht. Mal schauen, ob ich so mit dem Benzin durchkomme, sich mal wieder kurz auf Mager stellen. Ja, das ist so das Übliche. Das ist so das Traurige. Den ersten zu nehmen, maximal den zweiten. Und das war's dann. Nö, das passt, ist das so. Das verstehe ich ja. Ich weiß, dass du das so ein Sackgesicht bist. Das habe ich ja schon mal gesagt, oder? Pennt ihr immer noch, oder wie? Hast du zumindest Frühstück gemacht, dass du sie ans Bett bringst? Und du bereust aber schon jetzt, dass du mich hier, ne? Dass sie dich mir vorgestellt hat, umgekehrt. Ja klar, so ticken Menschen, ja klar. Was mache ich dann mit dem Chat? Also hart dran nehmen und richtig gescheit dann durchnudeln. Also ich mache es entweder so, ich schaue dann wegen einem, klar, wegen dem Spiel schaue ich mir auf jeden Fall auch sicher. Wenn ein Spiel, wo man nichts anfangen kann, ist halt schwierig, aber dann schaue ich schon wegen dem Streamer. Weil, wenn ich den mag, dann mag ich den halt, denn egal was für ein Scheißer spielt. Er bringt es halt immer so rüber. Sie oder er oder es. Oh, optimal, gerade Benzin. Aber ich muss sagen, wenn man einen Spieler gar nicht gefällt und es wirklich mich anpisst, dann schaut man ja trotzdem auch nicht. Alter, wozu Boxenstopp-Fenster? Ich schlag dir ein Fenster über die Rübe. Ja genau, wenn man dann wirklich den mag, dann mag man ihn, schaut halt. Gut, wenn man halt dann mal 2, 3 mag und dann schaut man mal den, man kommt ewig immer wieder zurück. Ich meine, man mag ja bestimmt nicht nur einen oder zwei. Schlücher, grüß dich, schön, dass du da bist, willkommen. Ja, wenn ich es auf der ersten Seite finde, dann ist klar, dann nicht sicher. Außer wenn die erste Seite voller Werbung ist hier. Gekaufte Links, dann leck mich da, denke ich mir nur. Ja, nicht bei dir, wa? Ja, komme ich ja nicht dazu. Ja genau, ist ja klar. Wir erfahren da nicht, dass es mich gibt. Wenn sie es halt dann sehen will, wenn sie sagen, ja okay, so schlimm ist es gar nicht. Auch wenn er nicht vorne steht. Ich hoffe, du hast es vorher schon gewusst. Dein Boxenstopp-Fenster
ey. Was der mit seinem Fenster hat. Ich glaube, da zieht's durch bei dem. Also ich hoffe, Prias Freund, dass du mich schon vorher gemocht hast, bevor du mich gekannt hast. Schon allein, weil Priya mich halt nicht ausstehen kann, Kappa. So befangen und so, ne? Von eigener Freundin. Hattest du eigentlich von alleine Fakture gespielt hier, Priya, oder habe ich dich da rangebracht? Ja, sicher könnt ihr den Chat nicht so verfolgen. Klar, wir auch. Mit ein paar tausend Leuten, aber trotzdem wäre das halt mal geil. Ja, ich mache einen Scheißdreck Platz. Nachher überholt der mich und dann nachher noch der hinter ihm. Dann ist es der Grosjean noch. Dann schau ich dumm aus der Wäsche. Du, ich bereue es auch hier, mich selbst gefunden zu haben. Oder ich selbst zu sein. Oh, Rossis Erster. Ja, ich muss ihn ja jetzt überholen lassen, sonst werde ich ja disqualifiziert hier. Auch wenn ich jetzt theoretisch in einigen Kurven mithalten könnte. Das hat dich aufgeregt mit dem ganz frech. Komm her, ich hau deine runter, dann passt das, da regst du nicht mehr auf. Ach, hat es schon empfohlen bekommen, okay. Schade, ich dachte, ich war dann der ausschlaggebende Punkt. Ah doch, ich war dann doch der ausschlaggebende Punkt, ne? Sie hat es bei dir gesehen und dir geschenkt, wegen, ja, weil du eh gemocht hast und bei mir dann mehr oder weniger das grüne Licht bekommen hat von mir. Ja klar, eine prügeln hier, was soll das? Wenn ich hören will, der muss fühlen. Ja, aber fahr doch vorbei, wenn du willst. Fahr doch einfach vorbei. Ich sehe schon, gleich kommt schwarze Flagge, hey. Dann drehe ich aber am Rad, also nicht am Lenkrad, sondern so am Rad. Wie wir theoretisch mit dem mithalten könnten, so ab und zu mal in einigen Kurven. Klar, viele Kurven, also 90% der Kurven fahre ich scheiße, jedes Mal anders, aber darum geht's mir jetzt gar nicht. Ach so, unterschwellig aggressiv. Alles klar, verstehe ich, wenn man es immer wieder hört. Ja, mit DRS kommst du vorbei, Rossi, ne? Wehe, du hältst mich auf. Ich prügel dir den Mercedes aus dem Getriebe. Schon. Aber nee, das ist okay, kann der Rosberger gewinnen, dann wird der Hamilton zumindest nicht Erster. Schon wieder blaue Flagge. Von wem denn diesmal? Haltet ihr das für möglich? Schmunzeln klingt irgendwie versaut. Ja komm, DRS, überhol. Wo willst du denn überholen? Alter. Setz dich vor mich und bremst voll ab. Ja, das haben wir natürlich gerne. Mit Benzin, Leute. Ich glaube, ich mache trotzdem mal noch einmal hier ein bisschen sparen. Weil es ist, glaube ich, keiner hinter uns, der so gefährlich ist jetzt hier. Der kann ja eh vorbeiziehen.
Oh, es ist eh egal. Ist vorbei, okay. Eine Runde Rückstand, wow. Stimmt, ist ja klar. Der hat mich ja überrundet, deswegen eine Runde Rückstand, lol. Ja, also ich habe jetzt mehr durch die paar Fehler nicht rausholen können. Drei... Mercedes hat das Rennen gewonnen, was für ein Ergebnis für das Team. Niki Lauda war voll des Lobes angesichts der heutigen Leistung. Also ich sag mal, ich habe vier Fehler gehabt, also viele Verbremser, klar, aber das erste mit Ricciardo, das war böse, dann das zweite Mal habe ich mich da gedreht, glaube ich. Das dritte oder vierte Mal habe ich halt zurückgespult, als dieser komische Hülkenberg in mich reingerannt ist, wo ich ihn eigentlich mag. Ja, das erste Mal PS4, erste Mal wieder mit diesem Lenkrad. Wer weiß, vielleicht fahren wir nächstes Rennen wieder im anderen Setup. Ich muss mich nur entscheiden. Ich habe beim PC halt habe ich die Möglichkeit mit dem G27, mit dem TX-Wheel und dem Formel 1-Lenker oder mit dem GT-Lenker. Ja, dem sind wir ja auch gefahren lange Zeit. Dem sind wir ja auch gefahren. Jetzt muss ich es ja richtig rumhalten. Dem sind wir auch lang gefahren. Nur ist es so, dass mir nach einer Zeit bei dem irgendwie die Finger wehtun. Extrem krass. Also ich verkrampf mich da immer so blöd und du kannst es nur so halten, obwohl ich es eigentlich so mag. Genauso mag ich es eigentlich. Genauso halten. Hält man ja sowieso immer. Ist ja dieses berühmte 3 und 9 oder so. Bin ja damals, glaube ich, 8 Stunden täglich gefahren, paar Wochen lang und. Ja, keine Ahnung, mir haben die Finger wehgetan. Ich habe 2 Monate nach immer noch Schmerzen gehabt hier von dem ganzen, von den Knochen hier schon weggerieben hier. Ich schieb die Fehler nicht auf andere, die anderen machen einfach die Fehler. So schaut's aus. So schaut's aus. Ja. 9. Platz mit ein paar Fehlern. Ja, gut. 2 Punkte bekommen, haut hin. Wer hat denn gewonnen? Wo ist denn noch nicht der Hamilton? 5. ist der Hamilton hier. Siehst du? Die anderen machen die Fehler und ich, ja, bemerke es nur. Ich bemerke es ja nur. Achso, das andere war vorher mit den Verwarnungen und so. So, noch mal ein bisschen schauen, was wir da gemacht haben für Schweinereien. Schau, von Anfang an haben wir uns hier fast geprügelt da, schau an. Oh, wow, da haben wir schon was verloren hier. Oh, da haben wir, glaube ich, schon den ersten Red Bull hier. Weißt, keine Ahnung, ob es der Kia oder Ricciardo ist, keine Ahnung. Mit denen schon geprügelt am Anfang. Oh, was ist denn? Wow, was ist denn da? Habt ihr das gesehen? War das der Vettel hinten? Moment, kann man da zurückspulen? Oh, Moment. Habt ihr das da gesehen, was da hinten passiert ist? Spulen, L2, R2. Das war doch ein Ferrari, oder? Das ist nur die Sicht ändern. Ändert man die Kamera. Moment. Wow, da war es eben. Rot. Was Männer? Was Ferrari? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, dem ist hier Männer. Okay, ich dachte schon. Was ist mit dem passiert hier? Wow, schon mal von verkeilt hier. Wow. Voll verkeilt. Das war schon echt böse, ja, schon. Okay, kann ich hier Pause machen? Ja. Schau an hier. Jetzt. Boah, voll rein hier. Kann man die Sicht mit links, rechts? Ja, schau an, der ist ja voll drin hier. Reifen, dann auch an der Seite. Wow, guck dich das mal an. Das ist böse. Das ist böse hier.
Können wir jetzt hier weiterlaufen lassen? Ja, hier. Schau an. Wow, guck ihn dir an. Ist ja klar. Krass. Bleibt da hängen, mal wieder Play. Yay. Wow. Das ist böse. Das ist hart. So, wieder mal andere Kamera, damit wir sehen, wer wir sind. Wo wir sind. Wir überhaupt sind. Sind wir der Depp hier? Der fährt doch hinter Massa hinterher. Hinter Massa habe ich versucht. Und dann mache ich doch gleich auch so einen Fehler, oder hat der Ricardo mich schon gerammt hier? Also finde ich es ganz nett, aber so ist es doch am besten zu schauen. Kann ich auch jetzt rückwärts schauen, nach hinten? Ich hatte mir gedacht, also eigentlich bin ich auf der PS4, habe ich glaube schon am Anfang erzählt, darauf gekommen mit dem Fahren. Weißt du, Lenkrad schon sehr anstrengend ist und ich auch nicht immer Lust und Bock habe und auch Kraft, das aufzubauen, das Ganze. Dachte mir, nehme ich einfach das Pad und spiele es mit dem Pad, weil vielleicht ist es nicht so schlecht. Habe ich gemacht. Bin ich 2 Runden mit Pad gefahren, war nicht so schlimm, dachte mir ganz chillig und so, aber fehlt was. Und solange meine Füße es noch so mitmachen, gar nicht mal so scheiße sich anfühlen, kann ich es ja machen. Ich kann jetzt so tun, als ob ich nur fahren würde, oder? Warte mal. Nur noch hier so, extenden hier die Session. Guck mal. Ändert sich ja nichts, oder? Machen wir doch mal nach, was der macht. Also, so, jetzt kann ich auch besser Chat lesen. Also, ich meine, ich kann auch jetzt einen anderen Fahrer nehmen, und einfach weil der cooler fährt. Also, weil jeder cooler fährt. So, mal hier. So kann ich gar nicht fahren, so schief. Troja, my friend, welcome back. Yeah. For the last 3 hours. Formula 1. I did the race from today. No. Yeah. Bahrain, sag hier, it's the name. I'm not sure. It's like a pre-race. And finished with Kimi P9. Also müsst euch merken, Position 9 habe ich. Schau mal, wie der Kimi heute dann in echt so fährt, ne? Actually, it's a replay. That was my race. No, wow, da, also, yeah. First shit here. Hier, Ricciardo. Wow, also nee. Oida. Nach hinten? Ja, jetzt mal hier gucken. Was hat der sich gedacht, der Penner hier? Was hat er sich gedacht hier? Schau, was der macht. Sowieso schaue ich nach hinten automatisch. Schon. Wer ist jetzt da schuld? Der hat mir gar keinen Platz gelassen. Ich musste doch auf die Strecke zurückkommen. It's not my fault. Maybe. Ich musste doch zurückkommen hier. The fuck? Was? Was ist mit dem los? Oh, der ist raus. Oh, Exit. Ui. Der hat gerage quittet. Das war Rage Quit, Jungs. Iron King, grüß dich. Willkommen. Rennunfall. Ja, gell? Schon.
Also, ich muss auf die Strecke zurück und er hat einfach seine Ideallinien nicht verlassen. Hätte mir ja Platz lassen können, aber muss er ja nicht. Ich hätte ja auch theoretisch bremsen und warten können. Also, ja, deswegen habe ich auch nicht zurückgespult, weil es war halt einfach so, war halt noch ein bisschen doof und fertig. Passiert. Passiert. Weiß ich nicht, so, wollen wir noch, eigentlich wär's theoretisch mit Formel 1 an der Stelle, weil, ja, ich habe ja gesagt, ich fahre immer das Rennen vom Wochenende vor. Ob jetzt Samstag oder Sonntag jetzt, ist ja egal. Wollen wir noch, sollen wir vielleicht online was fahren, ob es überhaupt noch geht oder gibt? Ich meine, ich habe eh keinen Plan. Strecken eh wieder vergessen. Wir können eine Runde online probieren, ob es überhaupt noch jemand fährt. Sonst wäre ich ja theoretisch fertig mit Formel 1. Muss ja nicht unbedingt sein. Haben wir ja schon einiges gemacht. Gehen wir erstmal raus. Dann können wir entscheiden noch. Also immer am dem Rennwochenende, wo sie in echt fahren, fahre ich euch hier das Rennen. Also Kimi 9. So, was? Bist du schon? Bist du schon? Soll ich raten oder was? Warte mal. Check. Sniper. 444. Was kriegst du überhaupt für ein Rad? 444. Ich habe meine ganzen Textfiles gar nicht offen hier. Das sind schon so viele Punkte, Alter. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mal schauen, dass ich welche abziehe. Wo ist ein Rad? Ah, hier. 20, 40, 80% hast du. 80% hast du. Wow. 80% Rad hast du. Mach mal. Willst du wirklich? Soll ich dir Punkte abziehen und drehen am Rad? Ist das legitim? Ich habe schon geladen, das Rad, nur so. Ja, wir nehmen.